Ich sag euch, das mit dem Alter, ich merk das schon so bei mir, ne? Wenn ich mich so bücke, dann mache ich Geräusche. Ich weiß auch nicht. Oben fallen die Haare aus, fallen auf Rücken und Schulter, wachsen da weiter. Was soll der Scheiß? Ich gucke auf meine Füße, ich könnte Hobbits dubeln. So vieles verändert sich mit dem Alter. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, das Sackchecken macht auch keinen Spaß mehr, das sage ich euch. Das Sackchecken, das hier. Wie nennt ihr das denn hier in Halle? Machen wir nicht. Macht er nicht mal, komm, also. Also ich weiß nicht, wie ihr das hier nennt, aber wir nennen das in Frankfurt Sackchecken, wenn er halt ab und zu... Alle Männer müssen es machen. Die Frauen gucken mich an. Hä? Sackchecken, meine Damen und Herren, man muss das machen. Okay, ihr Frauen könnt. Okay, jetzt könnt ihr mal zuhören, jetzt könnt ihr noch was lernen. Jetzt pass mal auf. Das ist Insider-Information jetzt, okay? Also, ihr müsst jetzt ganz genau euch konzentrieren. Man muss einen Sack haben, das zu verstehen. Deswegen versuche ich das. Pass auf, Sackchecken ist ja dieses Richten, ne, des Gemächts. So. Und das ist, also man fängt da so mit 10, 11, 12 an, wenn man das so gerade entdeckt hat. So ganz klassisch in der Dusche. So. Ich hab da was. So. Und dann machst du das so in der Pubertät, machst du dann öfter mal. Ist noch da? Gut. So mit Anfang 20, 22, 23 findest du noch cool, findest du männlich, geil, ne, Sack, Bei ganz vielen Türken, wenn wir das machen, ist der Hodensack mit den Stimmbändern verbunden. Wirklich. Die Stimme eine Oktave höher. So, pass auf, und dann kommst du in mein Alter, ne? So Mitte 30, das macht da keinen Spaß mehr. Das ist richtig harte Arbeit. Ihr Frauen, okay, ich versuche das nochmal also zu vergleichen. Ihr Frauen habt es richtig gut. Ja, ihr steht morgens auf, dann duscht ihr euch, dann zieht ihr euch einen Slip an oder auch nicht. Bestreitet ihr euren Alltag, kommt wieder zurück nach Hause, dann zieht ihr euren Slip aus und ihr habt keine körperlichen Blessuren davon. Es passiert nichts, alles klar, wunderbar. Bei uns Männern ist das anders. Wir haben so drei Arten von Unterwäsche. Wir haben Tanga. Zieht hoffentlich keiner mehr an. Dann haben wir den Slip, den klassischen, und wir haben Boxershorts. So, jetzt nehme ich den Slip. Ja? Ich stehe morgens auf, dusche mich, ziehe den Slip an, bin 10, 11, 12 Stunden unterwegs, komme abends nach Hause, ziehe den Slip aus und untenrum sieht alles so aus. Hey, was ist los da unten? Ich hab keine Luft bekommen. Kein Platz. Alles da unten so zusammengequetscht und gepresst. Das sieht aus wie so eine alte Rosine. Es tut mir leid, ich mach das nie wieder. So, am nächsten Tag ziehst du Boxershorts an. Da hat ein bisschen mehr Platz. Das Problem ist, der hat zu viel Platz. Und das nutzt du auch aus. Du gehst so spazieren, er so. Ständig bist du hier so am Richten. Mann, hey, ich zieh einen Slip an, ne? Dankeschön, meine Damen und Herren. Vielen Dank.